ich bin Pia von der Jüngerschaftsschule und ich will euch gerne heute was erzählen, was ich Cooles mit Gott erlebt habe. Also ich habe ganz viel mit ihm erlebt, aber heute nur eine Sache. Nach meinem Abitur habe ich 2 Jahre auf einem Kinder- und Jugendbauernhof gearbeitet und habe mich dann danach entschieden, dass ich gerne Lehramt studieren will. Und als es dann so an der Zeit war, nach einer Wohnung zu suchen, dort wo ich hinziehen wollte, war bei uns gerade so die Saison am Laufen. Also im Sommer sind dann ganz viele Gruppen da. Wir hatten dort eigene Freizeiten, die wir veranstaltet haben. Große Camps, wo ich auch mit dabei war beim Organisieren und Leiten. Und ja, ich habe dann einfach so gemerkt, okay, jetzt nach einer Wohnung suchen, parallel dazu, das ist ganz schön herausfordernd. Ich habe so ein bisschen im Internet geguckt, über so verschiedene Seiten nach einer WG, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Und ich habe mir auch gewünscht, gerne mit Christen zusammenzuziehen in eine WG und naja, aber irgendwie war einfach nichts dabei. Und dann habe ich irgendwann innerlich so gebetet und habe gesagt, Gott, ich bin jetzt gerade hier und ich will auch gerne noch hier sein und mich voll und ganz hier, wo ich bin, auch einbringen, mit dem Herz dabei sein und nicht schon mit dem Kopf schon irgendwo anders und die ganze Zeit auf Wohnungssuche. Ich will wirklich mich hier für dich und für dein Reich auch einbringen. Und wenn ich das mache, dann musst du dich jetzt einfach um diese Wohnung kümmern. Und das war das erste Mal, dass ich so was Großes, sag ich mal, aus der Hand gegeben habe und wirklich gesagt habe, Gott, kümmere du dich drum. Ich vertraue drauf, dass du da was draus machst. Und ich dachte, naja, vielleicht legt mir Gott dann da irgendwie im Internet eine Wohnung vor die Füße, habe also immer mal wieder geguckt, aber es war einfach nichts dabei. Und dann irgendwann war es so, eine Freundin, auch von der Jüngerschaftsschule, von der wusste ich, dass sie auch nach Dresden ziehen will. Und wir hatten so spaßeshalber schon mal gesagt, ja, wir können ja mal zusammen nach einer Wohnung gucken, haha. Aber es war eigentlich eher so ein Witz. Und irgendwie haben wir dann nochmal Kontakt aufgenommen. Und dann wurde es so ein bisschen konkreter und ihre Vorstellung war, wir suchen eine neue Wohnung, wir gründen eine WG neu und ich dachte mir so, WG-Neugründung, also dafür habe ich gerade wirklich absolut gar keine Zeit, wie soll ich das noch nebenher machen? Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, wenn das dein Weg ist, aber du kümmerst dich? Und dann habe ich zu ihr gesagt, also wenn du dich kümmerst um die Wohnung, wenn du da guckst und bla bla, dann bin ich am Start, aber ich habe weder Zeit, nach Dresden zu kommen und mir eine Wohnung anzugucken, noch im Internet auch mitzusuchen nach Wohnungen. Und genau, dann war es also so, ich war wirklich voll in meinen Projekten vor Ort drin und die Wohnung, das war Gottes Projekt. Und ich durfte dann erleben, wie Gott uns mit einer Wohnung versorgt hat, die all meine Ansprüche oder Erwartungen komplett überstiegen hat. Die Wohnung, die wir jetzt haben, liegt super zentral, top Lage, aber im Verhältnis eben echt relativ billig. Sie ist bezahlbar und allein, dass wir an diese Wohnung gekommen sind, ist so ein Wunder und dass sie bezahlbar ist, total genial. Und dann sind auch noch 2 weitere Mitbewohnerinnen dazugekommen, auch beides junge Christen. Und für mich war das einfach so ein Segen und einfach auch voll das Zeichen, dass Gott es wirklich wahr macht. Der Bibelvers, der für mich da drüber steht, ist der Vers aus Matthäus 6, Vers 33, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und das durfte ich da wirklich erleben. Und nicht nur, dass Gott mich mit irgendeiner Wohnung, irgendwo, mit irgendwem versorgt hat, sondern Top-Wohnung, Top-Lage und 4 tolle Mädels, also 3 und ich, genau, und ich durfte da auch noch eine total gute Freundin kennenlernen, die ja für mich auch voll die Stütze wurde im ersten Semester, so der Studienanfang kann manchmal ganz schön hart sein, ja, und das war für mich, ich bin da eingezogen in diese Wohnung, ich hatte sie nicht gesehen, ich kannte nicht mal die Mädels, außer die eine von der Jüngerschaftsschule, mit denen ich zusammengezogen bin. Aber ich habe das Gott voll abgegeben. Und normalerweise ist es überhaupt nicht meine Art, da sowas so komplett abzugeben und mich da einfach irgendwie drauf einzulassen und naja, mal gucken, was kommt. Irgendwer anders wird sich kümmern. Eigentlich bin ich die organisiert und plant. Aber ich durfte da wirklich erleben, wie Gott sein Wort wahr macht und mich da total gesegnet hat. I can only imagine.
your face is before me, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when the day comes and I find myself standing in the sun. Surrounded by your glory.